Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf diesem Kanal. Ihr seht es schon anhand meines tollen Intros für dieses Let's Play Diablo 3 plus die frisch erschienene Erweiterung, das Add-on Reaper of Souls. Ich freue mich wie ein Schnitzel, dass er sie nachher nach der Aufnahme, während ich am Rennen bin. Aber das kriegt ihr ja nicht mit, weil ihr seht den Part hier schon, da ist es ja fertig gerendert. Ich erstelle erst einmal den Charakter. Dann erkläre ich euch, wie das Let's Play vonstatten gehen wird. Wir werden viel Zeit miteinander verbringen, denn es wird ein endlos Let's Play werden. Wir werden erstmal das Hauptspiel durchspielen, dann den fünften Akt, der aus der Erweiterung Reaper of Souls stammt, namens den fünften Akt. Punkt. ich werde die neue Klasse spielen, und zwar den Kreuzritter. Das ist die neue Add-on-Klasse, die halt nur mit dem Add-on dazugekommen ist. Hier seht ihr nochmal einige Daten. Und, ich denke mal, wir nennen ihn jetzt einfach mal Lurker. Wie? Natürlich. Warum auch nicht? So. Hardcore-Held, ich lehne das ab, denn ich möchte es ein endlos Let's Play haben und nicht jedes Mal von neu anfangen. Ich habe schon mehrmals durchgespielt, das Hauptspiel zumindest, die Erweiterung noch gar nicht. Schauen wir mal rein, wie die lange Reise mit den Lurker ist. So, das ist er. Der ist ein bisschen abgerüstet, aber das ist ja Standard. Das hier ist unser Banner, den man nur mal ein bisschen anpassen kann. Das ist quasi, ja, unser Clan, Gilden, Symbol, Dingens, hast du nicht gesehen. So, für alle, die... Nee, das kommt erstmal später. Erst einmal mal Einstellungen. Wir spielen erstmal die Kampagne. Nach der Kampagne werden wir in Abenteuermodus reingehen. Der Abenteuermodus ist das Endlosspiel. Und, ich möchte erstmal auf Normal durchspielen. Wir können ja später dann auf Schwer, Profi, Meister und sogar Qual spielen. Wir haben auf Normal, weil, die Schwierigkeitsgrade wurden umgeändert, dass selbst Normal heftiger ist als damals noch. Akt 1, der gefallene Stern. Ein Stern ist auf Neu-Tristram niedergegangen. Schützt die Stadt vor den wiederauferstandenen Toten, die seit seinem Niedergang auferstanden sind. Gut, speichern und schließen. Beziehungsweise, ja, speichern, schließen und... Und am Ende aller Tage wird das erste Zeichen am Himmel erscheinen. Gerechtigkeit wird über die Welt der Sterblichen kommen. Die Heere von Licht und Schatten werden sich bekriegen auf den Schlachtfeldern der Ewigkeit. Alles in Ordnung, mein Kind? Es war nichts, Onkel. Nur ein böser Traum. Wir sollten nach Hause gehen. Aber es gibt noch viel zu tun. Wenn diese Übersetzungen stimmen, könnten die Mächte der Hölle schon aufgebrochen sein. Die Welt muss vor der Finsternis gewarnt werden. Du glaubst mir doch, oder, Lea?
Es hat begonnen. Lass das, Onkel. Es ist unwichtig. Mit 12 leistete ich den Eid, verließ mein Zuhause und meine Familie. Als ich 16 war, starb mein Meister. Ich nahm sein Schild und seinen Namen an mich und wurde so zum Kreuzritter. Der Glaube war meine Rüstung, die Pflicht meine Bestimmung, die Feinde Zakarums zu vernichten. Ich schwor zu leben wie ein Kreuzritter und so zu sterben. Nun kehrt die Verderbnis zurück in die Herzen der Menschen. Ich erkenne es in den Augen der Wahnsinnigen und im Heulen der Verdammten. Ein gefallener Stern führt mich nach Westen zur Stadt Neu-Tristram. Der Kreuzzug ruft mich. Und so folge ich. Ja, nach diesen beiden doch sehr geilen Spielintros sind wir jetzt auch endlich im Spiel. Der gefallene Stern ist nahe, aber auch der Tod ist nicht weit. Genau, so. Bevor wir spielen, werde ich euch erst einmal erklären, wie das Let's Play ablaufen wird. Ich werde alle Gespräche mitnehmen. Und ich werde auch alle Codex-Einträge abspielen und laufen lassen und währenddessen nicht reinreden. Denn wir werden einen Atmosphärendurchgang machen. Und wir wollen ja viel von der Story mitkriegen. Wer sich wundert, warum hier eine 39 steht, das hier ist mein Charakterlevel, das ist mein Paragon-Level. Was ist Paragon? Für Leute, die Diablo 3 nicht kennen, Paragon ist das hier. Das ist so eine Art, ja, Level-System, was man hat, wenn man das Spiel schon mit auf Maximalstufe hat mit dem Charakter. So, wir können da quasi Stats verteilen, so wie bei Diablo 2. Machen wir nochmal ganz schnell. Unser Hauptattributwert bei dem Kreuzritter ist Stärke. Deswegen tue ich da mal direkt 5 Punkte rein. Wir sind auch eine Tank-Klasse, deswegen haue ich da mal noch 5 Punkte in Vitalität rein, was uns Lebensenergie gibt. Offensiv möchte ich Angriff, ja, dann mal hier überall am besten mal 2 rein, Ablenkreduktion, oder? Nee. Hier 2, da auch 2. Und hier was nochmal einmal. So, dann können wir hier mal wenn meinetwegen. Also, pro Level im Paragon kriegen wir hier einen Skillpunkt dazu, den wir verteilen können. Wir erreichen aber erst Paragon-Level, wenn wir mit unserem Hauptcharakter Maximallevel haben. Das ist Level 70. Vorher war es Level 60, jetzt 70. So, Leben. Auf jeden Fall hoch. Rüstung, hoch. Widerstand, ja, passt. So, Abenteuer. Ah, was wollen wir denn? Goldfundus ist immer gut. Leben pro Treffer. Hier nochmal. So, machen wir so. Annehmen. Gut, jetzt haben wir direkt mal ein bisschen mehr Leben. Statt 130, 390. Ja, das sind unsere Werte. Und das sind unsere Items. Das ist hier der Inventar, Modus, Bildschirm. Wir haben 10 Heiltränke. Und
Ja, das ist unser Gold, das habe ich noch aus dem vorherigen Spiel, weil ich habe es ja mehrmals durchgespielt, mitgenommen. Und damit können wir uns Sachen kaufen, das unsere Ressourcen kostet. Hier sind unsere Skills verteilt. Wir haben halt momentan den Standard, Angriff und dann unser Skill. Diesen Hauptskill nutzen wir halt, um unsere Ressource, hier Zorn, aufzuwerten. Skills, die wir hier haben, kosten diese Ressource. Was kann ich euch denn noch erklären? Ach ja, genau. Community. Falsch. Hier. So. Das ist mein Battletech. Den werde ich immer unter meinen ganzen Diablo 3 Videos runterschreiben. Und den könnt ihr euch jetzt nochmal anschauen, denn diesen Battletech braucht ihr, wenn ihr mit mir zusammen dieses Let's Play spielen möchtet. Schreibt mir halt einfach sowohl in-game als auch über YouTube PNs. PNs, wichtig, keine Nachrichten, PNs. Wenn ihr mit zu Gast sein möchtet in diesem gigantischen Let's Play, dann dürft ihr dabei sein und mit mir dieses Spiel spielen. Wie gesagt, merkt euch das. Wichtig ist auch hier Lurker, Hashtag 2386. So, und ich sehe nochmal hier, das ist unser Chat, und hier haben wir noch eine ausstehende Nachricht. Die Schwingen der Tapferkeit. Vielen Dank für Ihre Vorbestellung von Diablo 3 Reaper of Souls. Als Zeichen unserer Dankbarkeit erhalten Sie von uns diese Schwingen der Tapferkeit. Wenn Sie Imperius sehen, sagen Sie ihm bloß nicht, woher Sie die Schwingen haben. Schwingen der Tapferkeit. Tapferkeit ebnet euch den Weg zu allen Dingen. Schlagt mit euren gesamten rechtschaffenen Zorn zu und Schwingen der Tapferkeit werden euch hoch hinauftragen. Imperius. Was ist das? So. Wenn man Diablo 3 Reaper of Souls vorbestellt hat, hat man Schwingen der Tapferkeit gratis als Vorbesteller-Item dazu bekommen. Was macht denn das? Das macht es. Ich zoome mal ran. Wir haben jetzt schöne, tolle Engelsflügel. Hat eigentlich keinen besonderen Wert. Es ist ja Account gebunden. Das heißt, man kann es nicht handeln und hat einfach nur einen stylischen Kosmetikwert. Und keine irgendwelche Stat-Werte. Ja, willkommen in Neu-Tristram. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir spielen jetzt endlich Diablo 3 plus Reaper of Souls. Ja. Es ist ein typisches Hack-and-Slay-Game für Leute, die das echt nicht kennen. Also es würde mich wundern, wenn jemand Diablo 3 nicht kennt oder das Spielgenre. Wir, ja, laufen rum, kloppen, holen uns Items und erledigen Quests. Seid gegrüßt. Ich bin ein Kreuzritter der Zakarum und ich sah, wie ein Stern auf diese Stadt niederging. Er ist in die Kathedrale eingeschlagen. Es gab nur eine Überlebende, Lea. Ihr solltet mit ihr sprechen. Hauptmann Runford, da sind noch mehr! Wir können die Tore nicht öffnen, bis wir sie zurückgedrängt haben. Ja, dann machen wir das nochmal. Es kommen immer mehr! Ja, ich krieg dich schon hin. So, immer fester drauf. Ja, am Anfang ist es noch total einfach. Wachen, öffnet das Tor. Ich habe noch nie jemanden so kämpfen sehen. Ihr findet Lea im Gasthaus zum geschlachteten Kalb. 1A. Ja, dann gehen wir doch mal hier rein, Speicherpunkt. Ich bin gekommen, um mehr über den Fall des alten Tristram zu lernen. Das hier ist näher an der Geschichte der Stadt, als mir lieb ist. Wir reden auf jeden Fall mit allen Bewohnern, denn wir machen einen Atmosphäre-Durchgang, wir lassen uns Zeit und genießen die Geschichte. Die Toten suchen uns heim, seit das verfluchte Feuer herabkam. Wir müssen sie verbrennen, nur um sicherzugehen, dass sie sich nicht aus ihren Gräbern erheben. Genau, eine kurze Sache, die ich hier noch umstellen möchte. Haben wir gleich. Gameplay. Na, wo ist das?
War das doch Grafik? Gut, schade. Ich wollte das so machen, dass halt automatisch bei Gesprächen direkt rangezoomt wird und das nicht manuell gemacht werden muss. Möget ihr ein letztes Mal die Hilfe der Götter erhalten. Die Hilfe jener, die uns verlassen haben. Aber scheint wohl nicht zu klappen. Heute habe ich ein paar richtig hübsche Sachen für dich. Joa, hier kann man Sachen kaufen und verkaufen. Üblich. Ich habe Marco versprochen, ihn zu beschützen. Und jetzt ist er tot. Das tut mir ja leid. Das ist unser Schmied. Normalerweise ist er nicht so krass aufgepimpt. Aber ich habe schon, ja, sagen wir mal so, schon im Hauptspiel ihn auf Stufe 10 gelevelt. Denn das wird, ja, wie alle wichtigen Items, so wie zum Beispiel das hier, accountgebunden gemacht. Auch hier unsere Beutetruhe. Das ist meine Beutetruhe. Die ist auch accountgebunden. Und was? Lagerfach kaufen? Ja. Oder? Nee, brauche ich nicht. Ja, das ist unsere Beutetruhe. Das sind halt Steine, die wir in unsere Items einbauen können, um halt zum Beispiel so wie hier plus 10 Stärke zu bekommen oder 10 Geschicklichkeit oder auch mal 11% mehr Erfahrungsbonus und so weiter. Das sind einige, ja, Items, die ich noch aus dem Hauptspiel hatte, bevor das neue Loot 2.0 System erschienen ist. Das hier ist Crafting-Material. Das brauchen wir erstmal noch gar nicht. Diesen Stab, der wird erst später im Endgame sehr wichtig sein. Und ja, würde vorschlagen, wir gehen direkt mal rein. Oder? Bitte schafft euren Wagen aus dem Weg. Wie kannst du es wagen, so mit mir zu sprechen? Ich bin der Bürgermeister dieser Stadt. Herr Bürgermeister, bitte schafft euren Wagen aus dem Weg. Bist du von Sinnen? Diese Stadt ist dem Untergang geweiht. Jeder, der auch nur über einen Funken Verstand verfügt, sollte versuchen, von hier wegzukommen. Wirst du mir helfen oder nicht? Die Flucht wird euch nicht retten und eure Stadt erst recht nicht. Ja, klar, also der erste Part wird sehr viel... Ich kann es ja nicht einen Finger zu rühren, um den Wagen des Bürgermeisters zu reparieren. Mein Bruder ist bei der Verteidigung dieser Stadt gefallen, während dieser vollgefressene Feigling versucht hat, wegzulaufen. Wird sehr viel mit Reden sein, von daher nimm es mir nicht übel, wenn ich euch noch viele Sachen erklären werde. Ab Part 2 geht es dann schneller vonstatten. Hier, Neck, der ist übrigens für PvP zuständig. Die Toten stehen aus ihren Gräbern wieder auf. Das muss das Ende der Welt sein. Okay. Achso, dieses Symbol bedeutet hier, dass die was zu reden haben. Und zwar wichtige Sachen, so wie zum Beispiel... In Neu-Tristram scheint sich auch nie etwas zu ändern, oder? Was meint ihr damit? Wenn es nicht die Untoten sind, dann bricht das Böse über die Stadt herein, nicht wahr? Ja. Wir wollen ja das Untote und das Böse vertreiben hier, deswegen sind wir hier. So, was haben wir denn hier? Eine Chronik von Neu-Tristram. Viele Jahre lang hatten die Dorfbewohner viel zu viel Angst davor, in die Nähe der Ruinen der verfluchten Stadt Tristram zurückzukehren. Doch mit der Zeit kamen mehr und mehr Abenteurer, um in der alten Kathedrale nach Schätzen zu suchen. Es wurden so viele, dass man, um sie beherbergen zu können, Neu-Tristram gründete. Heute wird die Stadt nur noch von wenigen Reisenden besucht, und hauptsächlich von Handwerkern und Bauern bewohnt. Ja, wir werden immer den netten Deckard Cain und andere Gestalten erleben, die uns die solche netten Codex-Einträge vorlesen. Tristram war einst so ein wunderbarer Ort zum Leben. Meine Familie lebt hier, seit die Stadt aus den Ruinen des alten Tristrams entstanden ist. Aber jetzt, es ist schrecklich. Die geliebten Verwandten, die wir beerdigt und betrauert haben, bedrohen nun unser Leben. Ja, da ich bin ja dabei, das zu berichtigen. Seid ihr leer? Man erzählte mir, dass ihr den gefallenen Stern überlebt habt.
Das habe ich. Doch er riss meinen Onkel Deckard Cain in die Tiefen der alten Kathedrale. Ich versuchte, ihn zu finden, doch die Toten erhoben sich bereits. Ich kam zurück, um die Miliz zu alarmieren, doch... Pass auf, die Verwundeten! Sie verwandeln sich! Na dann! Tun wir unser Werk! Für die Wirtschaft ist das der Tod. Nicht nur für die Wirtschaft. Die Toten werden uns überwältigen, wenn niemand etwas unternimmt. Zum Beispiel die Toten wieder zur Ruhe zu betten? Dabei kann ich helfen. Hab Dank. Ihr solltet mit Hauptmann Rumford am Tor sprechen. Er kann euch sagen, was zu tun ist. Sprecht mit Hauptmann Rumford am Tor von Neutrissam. Einen Moment, ich gehe kurz nochmal hier rein. Denn hier ist nochmal ein Tagebuch von Lea, Teil 1. Seit 6 Tagen werden wir nun schon belagert. Onkel Deckard wird weiterhin vermisst. Hauptmann Rumford und die anderen verlieren die Hoffnung. Ich sage ihnen, sie sollen nicht aufgeben, aber wenn nicht bald Hilfe eintrifft... 16 Milizsoldaten sind ausgerückt. Nur Rumford ist zurückgekommen. Akarat, steh uns bei. Wir hätten niemals auf diesem verfluchten Boden bauen dürfen. Vielleicht hatte Cain recht. Diablo quält uns selbst über den Tod hinaus. Ja, wer nicht weiß, wer Diablo ist... Ja, Diablo ist halt ein Ober-Mega-Super-Dämon aus Teil 1 und Teil 2. Jeder, der Diablo tötet, wird selbst zu Diablo. Das ist die Kurzgeschichte. Wir sind endlich bei Tristrams alter Kathedrale angekommen. Hier begann Diablo, Herr des Schreckens, die Menschheit erneut zu verderben. Hier finde ich vielleicht endlich die Antworten, die ich suche. Lea sorgt sich um meine Sicherheit, aber ich glaube, dass ich hier Informationen finden kann, die für den Sieg über die letzten Herrscher der brennenden Höllen unerlässlich sind. Ja, und Deckard Cain ist jetzt verschwunden. Wir müssen ihn wohl finden, nebenbei bemerkt. Ich komme, um zu helfen. Wie können wir die lebenden Toten bekämpfen? Ich bewundere euren Mut. Aber Hauptmann Dalton und die Miliz wurden von diesen Dingern abgeschlachtet. Nur ich habe überlebt. Habt Vertrauen, Hauptmann. Habt Vertrauen. Nun, ich habe euch kämpfen sehen. Erledigt die scheußlichen Mütter und ihre Königin. Sie sind diejenigen, die diese Abscheulichkeiten hervorwirken. Sie greifen die Barrikaden an! Alles klar. Wir sollen die scheußlichen Mütter töten. Bitte, Kinder, nehmt das nicht allzu wörtlich. Das ist eine von diesen scheußlichen Müttern. In den Ruinen die Straße hinunter gibt es noch mehr von ihnen. Ich, Deckard Cain, war viele Jahre lang auf Reisen und habe über die seltsamen Kreaturen dieser Welt geschrieben. Doch der Anblick der scheußlichen Mütter verfolgt mich bis heute. Sie sind das, was von Königin Azulas abgeschlachteten Kammerzofen übrig geblieben ist, nachdem sie von niederträchtiger Magie entstellt wurden. Jetzt laben sie sich an Leichen und würden sie wieder als lebende Tote hervor. Ich benötige mehr Zorn. Ich werde nie vergessen, wie ich diese Scheusale zum ersten Mal aus den vernebelten Wäldern schlupfen sah. Unsere geliebten Verwandten und Freunde, vor langer Zeit beerdigt, erhoben sich aus ihren Gräbern und fingen an, die Lebenden anzugreifen. Die auferstandenen Toten waren jedoch nur der Anfang. Tja, während Deckard Cain uns ein bisschen über die Kreaturen hier erzählt, sind wir Level aufgestiegen. Wir haben einen neuen Skill, und zwar den Schildstoß. Also hier bestrafen ist unser normaler physischer Angriff. Der Schildstoß, den wir neu haben, ist der hier. Ich werde ihn gleich mal in Praxis umtesten. Und erstmal können wir hier noch was machen. So, ja, hier Schildstoß natürlich. Stürmt auf Gegner zu und versetzt ebenso wie allen Gegnern in der Nähe einen Schlag. Verursacht 325% Waffenschaden als Heiligenschaden sowie 300% der Blockchance eures Schildes als Heiligenschaden. Ja, das ist viel oder nicht viel. Naja, 16% Blockchance geht. Wir haben hier ein paar Hosen. Natürlich nehme ich hier diese Stoffhose hier. 6 Verteidigung. Ja, die andere können wir ja verkaufen. Ja, Level 2. Unser Held macht sich langsam.
Gut. Was können wir hier machen? Ach so, na dann. Erstmal hier Kürbisbeete matschen. Und den ganzen Gegner natürlich mit. So, Gold nehme ich immer mit. Gold ist mir hold. Mit Gold kann ich mir schöne, schöne Dinge kaufen. Ach, oh, hast du wohl doch nichts. So, ich werde systematisch die gesamte Karte ablaufen, aufdecken und auch jeden Dungeon machen im Spiel. Jeden. Ich wiederhole, jeden komplett ohne Ausnahme. Wir werden lange dabei sein, dieses Spiel zu spielen. Wir werden viel Zeit brauchen und wir werden nicht hetzen, sondern ein atmosphärischer Durchgang machen. So. Blaue Items sind übrigens magische Items. Hier magisch und selten. Nehme ich doch direkt mal an. Ja, Angriffsgeschwindigkeit um 2% erhöht. Gerne doch. So. Ach, da ist wieder so scheußliche Mutter. Die klatschen wieder mal direkt um. Da liegt ja noch Gold. Meins. Stachelscheusal. Verehrter Leser, mein Name ist Abd al-Hazir. Abenteurer, Gelehrter und Forscher. Ich teile mein Wissen über diese unglaubliche Welt und deren Kreaturen mit Hilfe meiner aufschlussreichen Schriften. Und das oftmals angesichts größter Gefahr für mich selbst. Vor kurzem war ich in Kanduras und mein Zelt wurde von boshaften Stachelscheusalen durchwühlt. Ich war in der Lage, sie mit meinem Schuh in die Flucht zu schlagen. Doch einem Mann geringerer Kühnheit wäre es weit schlechter ergangen. Ogden und seine Frau haben Großmutter und mir angeboten, weiterhin bei ihnen zu leben. Ich denke, das werden wir auch, nun da die Tage der Sorgen vorbei sind. Mich plagen noch immer schreckliche Albträume und ich hoffe, dass sie nachlassen. Aber es scheint, sie werden immer stärker. Ja, Mädchen, ich glaube, Albträume sind jetzt wahr geworden von dir. Denn die Stadt liegt sehr, sehr, sehr nahe des Verderbens und des Todes. So, das sind übrigens Heilungskugeln, die uns, wie der Name schon schön sagt, heilen, wenn wir sie aufsammeln. Unter anderem auch unsere Partymitglieder werden dann auch geheilt. Ja, Straßen der Alt-Tristram. Wie wir erfahren haben, Neu-Tristram, die Stadt, wo wir gerade herkommen, wurde auf den Ruinen von Alt-Tristram erbaut. Alt-Tristram ist die Stadt, die wir schon in Diablo 2 und 1 kennengelernt haben. Die von, ja, Diablo selbst zerstört wurde. Wenn halt immer so kleine Informationen aus Teil 1 und 2 preisgeben, geben. Für die, die 1 und 2 nicht kennen. Was das hier ist, ja, werden wir später des Spiels erfahren. So viel gesagt, der Hirtenstab, den wir vorhin in der Truhe kennengelernt haben. Das sollte die Angriffe vorerst schwächen. Der ist sehr, sehr wichtig dafür. Aber wir sind noch lange nicht stark genug, uns das anzusehen, was das macht. So, wir haben hier direkt hier zwei Dungeons. Ich gehe die doch direkt mal rein. Aber erst einmal die Fessel hier. So. Klammerkeller. Was gibt's denn hier unten? Irgendwer muss den Schatz entwendet haben. Ja, jo. Wer unser Held, der spricht auch ganz gerne mal. Selbst ein bisschen. Was haben wir denn hier? Diese Half-Globe, die ich hier gerade eingesammelt habe, das ist so eine Art Ruhm der Nephilim. Ihr bewegt euch schneller und eure Gegner werden von gewaltigen Energieexplosionen getroffen. Heil- und Machtkugeln verstärken und verlängern diesen Effekt. Ja, muss ich nicht weiter mehr zu sagen, außer dass ich ein besseres Schild habe. Bessere Hose. Ja, komm, nehmen wir den halt, die Hose. So. Hier war noch was.
bevor ich da reingehe, gucke ich kurz hier oben nochmal rum. Gut, dann gehen wir in die Höhle unter dem Brunnen. Wir finden hier Gold. Finden wir aber mehr als nur Gold? Na, mal schauen. Ah, da unten sehe ich schon direkt einen Gegner. Ja, sag mal, gehe ich hier hoch. Und da sehe ich eine Truhe. Und eine Leiche. Eine nicht wandelnde Leiche. So, ich sammle halt immer hier erstmal ein. Bevor ich mir anschaue, was ich eingesammelt habe. So. Hoch. Pardon. So. Jetzt ist er ganz matsch. Das bisschen Gold ist jetzt nicht die Welt, aber ich sammle es trotzdem ein. Denn Kleinvieh macht bekanntlich auch Mist. Hey. Hui, noch was Blaues. Schauen wir doch mal, was wir haben. Neue Schuhe. Bewegungsgeschwindigkeit. Auch geil. Okay. Exquisite Essenz. Damit können wir uns Sachen beim Schmied herstellen. Sollte man immer aufheben und mitnehmen. So. Die nächste scheußliche Mutter. Speicherung, die alten Ruinen. Ja. Altristram. Diablo selbst hat diesen Ort heimgesucht. Danke, dass du es noch einmal formulierst, was ich vor einigen Minuten schon gesagt habe. Wie, genau, ich werde nochmal erklären, wie ich die Maps ablaufe. Ich mache immer, wie beim Puzzle, erstmal den kompletten Rand. Und laufe dann halt in der Mitte alles ab, damit dann alles fertig aufgedeckt wird. Das ist meine Methode. So kann ich sicher gehen, dass sie alles komplett aufdecken. Das ist mein Sinn. Alles komplett aufdecken, jeden Gegner zu killen. Auch wenn er noch so schwach erscheint. Wir wollen ja das Böse komplett ausmerzen. Da müssen wir natürlich dann auch Hand anlegen. Und alles zerschlagen. So wie... die Gegner gleich. Warte. Ich dachte, man kann Stände zerschlagen. Aber das hier kann man zerschlagen. So. Noch ein Kuhskelett. Warum gibt es hier Kuhskelette? Scheußliche Königin. Ah. Jo, fertig. Quest erledigt. Sprechen Hauptmann Rampfort. Mein Zorn reicht dafür nicht aus. Wie, mit ihm zu sprechen oder was? Naja, kriegen wir schon hin. Was habe ich eingesammelt? Schildernde Träne. Auch zum Craften. Das brauchen wir alles nicht. Pflege. Keule. Ja. Nehme ich doch mal mit. So, kriegen wir sonst hier noch was Feines? Das war ich jetzt nicht. Das war vorher schon kaputt. So, das ist unser Portalsystem. Wir reisen nach Neu-Tristram. Wusch! Danke für eure Hilfe. Aber könntet ihr vielleicht ein Wörtchen mit Lea sprechen? Sie will die Idee, ihren Onkel zu retten, einfach nicht aufgeben. Sie hat Mut. Mit etwas Hilfe könnte sie Kane tatsächlich noch retten. Mein Glaube wird belohnt. Yo! Direkt Level up und wir kriegen die regenerativen Schuhe. Okay. Leia, lasst uns euren Onkel suchen. Zuerst müssen wir in die Kathedrale gelangen. Die Wachen hatten ihre Tore verschlossen, bevor sie aus dem Hinterhalt angegriffen wurden. Rumford hat mir erzählt, dass sie sich bis zu Adrias Hütte durchgekämpft hatten. Der Schlüssel muss noch immer dort sein. Alles klar, hast du noch was zu erzählen, Süße? Onkel Deckard hat lange vermieden, hierher zurückzukehren. Für ihn gab es hier zu viele böse Erinnerungen. In Tristram hat Diablo den alten König Leoric in den Wahnsinn getrieben und das Volk terrorisiert. Ich weiß nicht, was genau damals passiert ist, aber was es auch war, es war schrecklich. Fast alle der Überlebenden sind wahnsinnig geworden.
Okay. Lea, erzählt mir von eurer Mutter. Nun, die Details sind schwammig, aber ich weiß, dass Adria davon besessen war, dem Arkan hinterherzujagen. Sie wusste genau, dass sie niemals ein Kind würde großziehen können. Onkel Deckard glaubt, dass der Wahnsinn und der Schrecken in ihrem Leben sie am Ende eingeholt haben. Ja, das sind natürlich tragische Worte. Ich habe noch nie von den Kreuzrittern gehört. Wir sind Diener des Glaubens der Zakarum. Wir kommen aus dem Osten und sind erst kürzlich in diesen Landen angekommen. Einige von uns jedenfalls. Nun, ich hoffe, ihr plant nicht, die Menschen hier mit dem Schwert zu bekehren. Ich bin nicht hier, um zu bekehren. Ziel meines Kreuzzugs ist, die Verderbnis auszulöschen, die meinen Glauben plagt. Sobald dieses Übel vernichtet ist, wird der Glaube der Zakarum wiederhergestellt sein. Und es bleibt ganz den Menschen hier überlassen, ob sie daran glauben wollen oder nicht. Genau, so ist das. So, ich hau nochmal hier ein paar Sachen rein. Guck mal kurz, was ich hier zum Skillen habe. Ein neuer Skill namens Schlitzen. Erzeugt 5 Zorn pro erfolgreichen Angriff. Teste ich doch mal kurz. Was haben wir denn sonst noch? Schildstoß. Gleißender Schild. Eine Lichtwelle bricht aus eurem Schild hervor und blendet 4 Sekunden lang alle Gegner in einem Bereich von 30 Metern. Okay, erstmal den neuen Angriff. Hm. 190% Schaden. Ja. Ich nehme erstmal das hier. So. 1. Wow. Okay. Ja. Ich denke mal, das war's für den ersten Part. Der war auf jeden Fall gesprächreich. Wobei, ein Gespräch machen wir noch. Es scheint unwahrscheinlich, dass Deckard Cain so lange unten in der Kathedrale überlebt hat. Oder? Cain lebt. Ich werde ihn retten. Ihr scheint euch da ziemlich sicher zu sein. Wisst ihr etwas, das ich nicht weiß? Ja, und zwar, dass ich Lurke-LP bin und diesen Part jetzt beende. Es geht im nächsten Part weiter, wenn wir Deckard Cain retten? Fragezeichen?